Jo Leute, was geht ab? Dreeko ist wieder am Start mit einem neuen Video. Ja Freunde, ich habe mir jetzt mal eine neue Serie überlegt und die habe ich einfach mal COD Facts genannt. Und da werde ich euch einfach jedes Video 10 Fakten, die ihr vielleicht noch nicht gekannt habt, zu Call of Duty vorstellen. Und ich fange dann auch mal direkt mit dem ersten Fakt, der allgemein über Call of Duty ist. Call of Duty wurde insgesamt auf der ganzen Welt, alle Spiele zusammen, schon über 188 Millionen Mal verkauft, was ungefähr 2,5 Mal so viel ist wie die Bevölkerung von Deutschland, was natürlich, wie ihr euch schon vorstellen könnt, eine immense Zahl ist. Der zweite Fakt, viele Leute fragen sich immer noch, wie die Hunde zur Hölle auf Hijacked ankommen. Wie kommen die Hunde... Also ihr kennt ja die Hundestaffel aus Black Ops 2, auf Hijacked. Das hat, ich weiß es nicht, also ich habe euch hier einen Clip in den Hintergrund gehauen, wie ich die Hunde auf Hijacked aktiviere, ob die irgendwie mit Booten angefahren oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall rennen die Hunde dann auf dem Boot rum. Ja. Dritter Fact, anfangs zu Black Ops 2 und also kurz vor Release und gerade zum Ende von MW3 gab es eine Petition, dass die Franzosen ihren eigenen Server bekommen sollten damals. Diese Petition erreichte über 35.000 Stimmen und wurde dann auch an Activision gesendet. Die haben diese Anforderung leider jedoch niemals wahrgenommen und haben das auch leider nicht in die Tat umgesetzt. Sonst hätten wir vielleicht jetzt ein paar weniger Abfucker, um nicht zu sagen 90%, aber naja. Fakt 4. In Call of Duty Black Ops 2 wurde für den Liga-Modus die FAL gebannt. Das wurde damit begründet, dass Activision gesagt hat, dass die FAL für den Multiplayer, also für den Liga-Modus zu pervers, da sie einfach durch die Wände, da die Gegner dadurch keine Chance hätten. Aber es gibt ja auch nicht irgendwie andere Waffen oder so, die man ja vielleicht mal hätte bannen können, weil die einfach voll nervig sind. Und ja. Fakt 5. Das allererste Call of Duty erschien im Herbst 2003 und handelte im Zweiten Weltkrieg, wo man auch beispielsweise nachgestellte Missionen, wie beispielsweise den D-Day, nachspielen konnte. Fakt 6. Nach 2 Wochen Spielzeit in AW wurden alle Boost-Jumps der Spieler weltweit zusammengerechnet und man kam auf 16 Milliarden Boost-Jumps, was für die Distanz von der Erde zum Mond für 230 Mal reichen würde. Fakt 7. Wenn ein Spieler 7000 Jahre vor Christus mit Call of Duty Black Ops 2 anfangen würde, würde er zum jetzigen Zeitpunkt immer noch nicht die komplette Spielzeit von allen Spielern in Call of Duty Black Ops 2 nach der ersten Woche zusammen haben. Also wäre er jetzt für diese Zeit immer noch am Spielen. Fakt 8. Die weltberühmten Teddybären aus Call of Duty, bei denen keiner so richtig weiß, warum die jetzt genau in Call of Duty als Easter Eggs immer überall erscheinen, hatte seinen ersten Auftritt im Call of Duty Split-Teil The Finest Hour 2004. Und die Teddybären, also es wird vermutet, dass diese Teddybären deswegen ins Spiel eingebracht werden, weil einmal die Tochter von einem der Call of Duty Hauptentwickler gestorben ist. Fakt 9. Alle Zombie-Karten inklusive DLCs aus Black Ops 1, First Strike, Escalation, Annihilation und Recurrection ergeben aus den ersten 4 Anfangsbuchstaben des jeweiligen DLCs das Wort 4, was so viel heißt wie Angst oder Furcht aus dem Englischen übersetzt. Und viele fragen sich natürlich, ob das ein Zufall ist. Natürlich totaler Bullshit. Natürlich wurde das von Activision so, oder von Treyarch eher gesagt, so gemacht. Ist ja irgendwie klar, weil es auch der Zombie-Modus ist. Und jetzt auch schon der letzte Fact. Der australische Call of Duty-Spieler Okan Kaya hat im November 2012 den Weltrekord für die längste Call of Duty-Session aller Zeiten aufgestellt, sag ich mal. Er hat 135 Stunden und 10 Minuten durchgespielt. Natürlich nicht am Stück. Er hat praktisch von den Wettrichtern jede Stunde 10 Minuten Pause verwehrt bekommen. Das heißt, wenn er 10 Stunden am Stück durchgespielt hat, konnte er sich dafür 1 Stunde und 10 Minuten Pause gönnen. Und ja, das war's dann jetzt auch schon mit den Call of Duty Fakten. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr davon schon welche kanntet und ob ihr die Serie feiert. Und das war's dann auch schon mit dem Video. Und bewertet und kommentiert natürlich, wenn ihr vergessen, Freunde. Und haut rein! Fakt 8. Fakt 8. Fakt. Fakt 9. Alle 135 Stunden und 10 Minuten Call of Duty durchgespielt hat. Ich laber gerade Scheiße.
Fakt 9. Das allererste Call of Duty erschien 2003 und hieß Call of Duty. Ich kann meine eigene Schrift nicht lesen. Oh. Fakt 10. Der Spieler Okan Kaya. Jetzt auch schon der letzte Fakt. Okan Kaya, ein Call of Duty-Spieler, hat den Weltrekord im November 2. Oh Mann!